Hi, willkommen zurück zu XCOM Leg Tactical Legacy Mission. Ach, Tactical Legacy Pack, bla 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 bla. So. Wir müssen den DJ befreien, der leider abgehauen ist, um sich um seine Platte sammeln zu kümmern. Sowas aber auch. Und wir haben natürlich Rosaliden. Wie soll das anders sein? Jetzt weiß ich nicht, wie. Wir haben nur 12 Runden Zeit. Ich werde es bereuen. Nein? Noch nicht mal. Warte mal, kann ich mit der. Okay, Michael kommt mo hier hin. So, mo Carla. Das ist wohl gut. Position confirmed. DJ kommt mo hier hin. So, Marina. Eigentlich Da komme ich hin. hierhin. So, Leslie, was mache ich denn mit dir? Das da wäre eigentlich relativ cool, aber das ist mal momentan zu heiß, muss ich ehrlich sagen. Dann komm Heading schon out. hierher mit. Das hier hat Konfrontation, du müsstest eigentlich wirklich mitkommen. Moving to Overwatch. Komm. Bewege mich wie befohlen. Moving to designated position. Du gehst auf jeden Fall in Deckung. Michael geht auf Feuerschutz, mindestens Enna. Oh, hallo. Ungut. Zwei Leitstehende bei der Heilung. Oh ja, das ist schon mal gut. Schon gut, ich gebe ja zu, dass es möglicherweise eine dumme Idee war, allein abzuhauen. Aber wie gut wären die Chancen gewesen, dass ihr mir bei der Suche nach meiner Plattensammlung geholfen hättet? Dünn bis nicht vorhanden? Man muss das langfristig sehen. Ich habe an unsere Zukunft gedacht. Schließlich dürfen wir die Musik aus unserer Vergangenheit nicht verlieren, oder? Ja, so recht er du hat, so Idiot ist er auch. Muss man mal so sagen. Michael. Was hast denn du für Bluescreen? Okay, dich muss ich mal aufheben. Drachengeschosse. Du stehst in Deckung, das finde ich schon mal gut. Ach, Kampfpräsenz, das ja, stimmt, das ist das. Das ist richtig cool. Habe ich Gerechtigkeit. Auf Gerechtigkeit auf der Codex ist eine schlechte Idee. Ende 50%. So. Ich habe potenziell Stasis. Das ist schon mal gut. Das werde ich wahrscheinlich auch nutzen. Boom. Panzerbrechende Munition, das finde ich sehr schön. Dann könntest du eventuell. Na komm, blitzschnelle Hände, ich probiere es einfach mal. Oh ja, sehr schön. So, 90%. 60, sau wenig, aber wenn wir das treffen, dann haben wir eine. Hopp, 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 lässt die. Ah! Verdammt! 2. Ärgerlich. Carla. Das wäre relativ sicher. Warte mal. Das Werfen einer Granate beendet nicht mehr die Runde. Okay. Dann du mir. Ah, fuck, der hat zu viel Armor. Schade, machten die 4 bis 5. Mist, das reicht nicht. Ach. Das langt nicht. Das ist nicht garantiert. Das ist doof. Aber das hier reicht. Oder? 7 bis 8, das reicht.
Ja. Diese Welt gehört uns. Dann kriegen wir einen Fokus. Und wir können sogar parieren gehen und ersparen uns eventuell vielleicht sogar Stasis. Bin ich mir noch nicht sicher. Aber wir haben es schon mal verkalkuliert. So. Jetzt da. The Michael. Du gehst mit deinem Bluescreen hier hin. Macht Spaß hier. Sehr schön. Du könntest eventuell Swomo auf deine Feuer. Ja, vielleicht sogar einmal treffen. Wäre ganz flauschig, oder? Ja, das soll ich mal schon eher gefallen. So, wen haben wir dann noch? Du gehst auf jeden Fall und guck nur um. Bradford. Ich könnte so verrückt sein und könnte das müsste. Warte mal. Warte mal, ich habe einen Plan. 5 bis 7, es reicht eventuell nicht. Bradford, geh du mal hier hin. Ja, ja, ich weiß, der ist flankiert, aber das ist nicht schlimm. So. Das ist gut, wir sind dann da los und du kannst dann, du kommst ein bisschen nach vorne und machst einfach Stasis auf deine Typ da. Der wird zwar nicht viel machen, der Codex, scheinbar sei Psybomb oder eventuell wird er jetzt auch die Bradford schießen, aber ich meine, wenn wir hier Stasis haben, das verhindern können, wieso eigentlich nicht? In der Gegend bereits abgeschaltet, aber die Chrysaliden kamen noch immer aus dem Wald. Die Platten des DJs waren mir scheißegal, aber das hinderte ihn nicht daran, die Tatsache zu ignorieren, dass wir ihn da draußen beschützten, während er sich von seiner vermeintlichen Rückenverletzung erholte. So, warte mal. Ein bisschen nach vorne wollte ich mich doch schon wagen. Bradford, wo bist du dann? Gut, das soll auch schon reichen. Die Leslie spurtet nur hierher. Die Carla muss auf jeden Fall nur laden. Wir haben noch einen Schuss drin. Polizeisoldat, Feuerschutz und DJ, unser Musikfan, kommt mal hierher. Oh! Ach so, das ist die Fähigkeit vom Templar. Warte mal, das hole ich mal doch gerade. Das sind ja die, das Fokus, wo die feine Farbe ist. Ja, das ist gut. So, haben wir schon 2 Fokus, das ist nice. Wir kommen schon noch ein bisschen nach vorne. So, Bradford, mach ich dich gar nichts. Sind sie fällig? Ja, wisst ihr, ich wünschte, ich könnte euch Jungs da draußen helfen, aber der Rückstoß dieser Gewehre, wäre nur Gift für meinen ledierten Rücken, wenn ja, ja, klar. Ich meine, wenn wir nur einen Eisbeutel oder so etwas finden würden, ja, dann könnte ich vielleicht mitkämpfen. Kann ja nicht schaden, die Augen offen zu halten. Das ist ein Dummschwitzer. Ich befürchte, wir müssen in diese Richtung, weil hier brennt's und ja, hier könnte ich eventuell hin, aber komm, wir gehen mal. Unser Templar kann allerdings hier durch, und das macht ihm gar nichts. Oh, Kontakt. Unser Lieder, na toll. Nette Bradford-Weise. Sehr schön. Die Leslie hat 100% auf einer. Ja, das würde ich doch auf jeden Fall nehmen. Sehr schön. Michael. Ich kann jetzt an der Walachei rumstehen, weil die Chrysalide braucht man keine Deckung.
Carla. Komm, versuchen wir es dann hier auszuschalten. Carla. Das muss aber besser werden. DJ. Mal hier hin. Unser Templar ist ziemlich weit weg. Komm, probieren wir. Jawoll! Er trifft mal was mit der Pistole, finde ich cool. Gut. Unser Seilsoldat auch. Sehr schön. Dann kann sogar der gute Bradford auf Feuerschutz, würde ich sagen. Habe das Gebiet im Auge. Wasser aus dem Wasser. Ganz schlecht. Und verweigerte schon das Tragen einer Waffe. Da war an Kämpfen gar nicht zu denken. Wir konnten also nur hoffen, dass er seinen Kopf unten und den Mund geschlossen hielt, bis wir den Evakuierungspunkt erreichten. Oder so. So, die Leslie muss ich jetzt mal ein bisschen mitziehen, würde ich sagen. Michael hat Kate Dingsme. Carla. Komm, jeder muss so ein bisschen näher ran. Carla darf nur anfangen. Sehr schön. Und dann würde ich fast behaupten. Das machen wir mit dem Templar. Der stellt sich dann so dahin. Okay, nur noch 8 Runden. Ja, Fokus ist voll. Da brauchen wir das doch noch nicht, nicht wirklich. Parieren und ja, 8 Runde. Okay. Gott, Bradford geht hier hin. So, Leslie, du kommst am besten mal mit. Michael auch. Und du. Ja, Feuerschutz würde ich sagen. Oh, DJ hätte man noch. Hierher würde ich sagen und. Kopf nach unten und Mund halten. Komm und hol's dir. Ach komm schon. Ihr könnt mir doch keinen Vorwurf machen, dass ich mit der Alien-Technologie herumgezogen bin. Wir sind doch die Zeuge nicht aufgefallen. Ich gebe zu, ich hätte es etwas vorsichtiger angehen und im Vorfeld ein paar Tests durchführen können. Aber manchmal muss man eben direkt ins kalte Wasser springen. Oder nicht? Ja. Eigentlich sollte man dich ins kalte Wasser werfen. Bradford, gehen wir ein bisschen nach vorne. Ah, nichts weiter getriggert, finde ich gut. Leslie. Dann können wir dann. Warte mal. No problem, boss. Jo, 100% kommen wir mal. Dann ist der auch weg. So, unser Templar, wo ist er? Unser Templar darf direkt neben der Bradford. Maximaler Fokus erreicht, das wissen wir, das ist okay. Scharfschütze. Da kommt einfach mal aufschließen. On my way. DJ kommt hier hin. Wir gehen auf Feuerschutz. Carla geht hier hin und könnte man nur laden. Das wäre eventuell eine gute Idee. Feuerschutz. Du ziehst du Kopf in. Du auch Feuerschutz. So. Upsa. Der DJ hatte zumindest ein wenig Reue für seine Fehler gezeigt und sein Herz schien am rechten Fleck zu sitzen, wenn es darum ging, zu wissen. So einfach wollte ich ihn aber noch nicht vom Haken lassen. Immerhin steckten wir noch tief in seinem Schuss.
Das müsste aber gewesen mit dem Chrysalide. Nein, noch eins. Jo, gut. Wunderbar. Die Nervenarme hier. Cool. Bradford. Ist wieder da. Da würde ich sagen, ist unser guter Templer. Oh, gucke, 6 Runde. Komm mal hierher. Alles gut? Nein, nichts gut. Chrysalide, wie sind die nicht lange noch dran? Nee, alles gut. Oh. So, Leslie, komm mal hier hin. Eventuell siehst du was. Ja, sie sieht sogar was. 100% finde ich gut. Sehr schön. Das würde mich mal interessieren. Ich sehe, wo die sind hoffentlich. Ne, sehe ich natürlich nicht. Hätte ich keine Granate hinwerfen. Kala. Das ist natürlich saudumm. Ah, Moment, Moment, da wollte ich doch hin. Ändere meine Position. Ich vergesse doch immer, dass die Leslie Arsurhage hat. Verdammt. Und Bradford. So, okay. Und was ich jetzt machen könnte. Na komm, Leslie. Ich könnte das hier machen. Das finde ich doch ideal. Jawoll. Sogar 4 Schaden auf der Mitlänge. So, und der ist auch Geschichte. Das Ziel ist K.O. So, du kommst. Oh, oh, ist das gefaced? Das ist doch. Ne, das ist ein Zivilisterrand weg. Gut. So, unser DJ. Oh, hierher. Feuerschutz. Schnell genug. Meine Wache beginnt. So, Bradford. Komm mal, bist du am vorbei. So, in der nächsten Runde müssten wir eigentlich abhauen können. Michael auch mitkommen. Ich weiß, wie man ein Dings mit einem Bums verbindet. Okay, Bradford hat es super gemacht. Und wir sind fast da. Na? So, wir gehen am besten auf Nummer sicher, würde ich sagen. Bewege mich. Eventuell können wir unser DJ schon mal hemschicken. So. Gucke. Eventuell kann ich auch. Warte mal. Bradford kann definitiv. Wir hatten den eigentlich kann jeder. Schon zum zweiten Mal ganz ohne seine Hilfe in Sicherheit gebracht. Ja, er ist halt eher DJ. Hallo, Leslie, du darfst gerne evakuieren. Oder willst du da bleiben unbedingt? Seems doable. Ja, das muss doch machbar sein, oder? Getting out of here. Ja, wir gehen da trotzdem um. Wenn ein paar Chrysalide kommen, dann haben sie halt Pech gehabt, dann müssen sie halt ohne uns Party machen. So. Und raus hier.
sehr schön. Bei so vielen Chrysaliden war ich erstaunt, dass wir nicht mehr Verluste hinnehmen mussten, als es der Fall war. Und natürlich trug der DJ nicht mal einen Kratzer davon. Bei all der harten Arbeit, die er investiert hatte. Ja, leicht sarkastisch, unser Bradford. Okay, Einsatzfoto. Nö, heute mal schon. Ja, das ist doch amtlich, dass du das Feld macht. Gut, dann gucken wir mal, was da jetzt auf uns wartet. Oh. Wir durchsuchten die Siedlung und plünderten, was wir konnten. Wir trugen allmählich recht gute Ausrüstung und mussten entsprechend umsichtig wählen. Ja, ich nehme aber hier definitiv die Katana, weil die hatte Vorteil, die verfehlt nicht. Und das ist bei Klingelsturm natürlich, gegen Rosalide ist es natürlich super geil. Also nehmen wir die Katana. Ja, eine Pulswelle, das ist okay, kann man nichts sagen. Eine Antastbar ist natürlich super. Zwiebeln, ja, nämlich fast nie. Wachsamkeit, ja, müssen wir dran denken, dass die abends nur Feuerschutz machen kann. Überfallen weiß ich gar nicht, was es ist. Wahnsinn, Seelenraub, Beherrschung. Ja, 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 das ist amtlich. So, 10 Missionen auf Silber kommen wir hoffentlich noch. Gold 300.000, ne, da müssen wir wahrscheinlich schon höher Schwierigkeitsgrad wählen. Ich fasse mal kurz zusammen, was wir bisher wussten. Der DJ hatte Alien-Technologie gestohlen, damit rumgespielt und versehentlich Chrysalidenköder erschaffen, die er dann entlang der Küste verteilte, um Horden von diesen Monstern ausgerechnet aus dem Meer anzulocken. Dann fanden wir heraus, dass das Schiff des DJs vor einer weiteren Stadt die Küste hinauf vor Anker lag und ich wäre beinahe ausgerastet. An Bord war sein Computer, der darauf programmiert war, die nächste im Vorfeld aufgezeichnete Sendung seines Piratensenders auszustrahlen. Uns blieb keine andere Wahl und wir brachen zu diesem neuen Ziel auf. Uns blieb nur sehr wenig Zeit, um das Schiff zu erreichen, bevor die geplante Übertragung unfreiwillig noch mehr Chrysaliden an die Küste gelockt hätte. Es gab keinen direkten Weg durch den Hafen, also kämpften wir uns durch die Straßen und der DJ wies uns per Comlink den Weg. Oh, das kann ja was werden. Gut, also, da werden wir sowas hacken, haben wahrscheinlich wieder ein Zeitlimit. Ja, 12 Runde, gucken wir mal. Ach du, herrje. Das ist ein bisschen. Aber das ist eher Stoff für die nächste Runde. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal dann. Bye bye.